A2.5. In allen Dreiecken AN, BN, CN haben die Winkel CN, BN, AN das gleiche Maß. Berechnen Sie das Maß dieser Winkel CN, BN, AN. Für diese Aufgabe gibt es eigentlich mehrere Lösungswege. Je nachdem, mit was man sich am besten auskennt, kann der andere Weg halt mal leichter sein, für andere jedoch schwerer. Ich werde jetzt einen Weg vorstellen, den anderen jetzt mal noch kurz skizzieren. Zum Beispiel wäre es möglich, also um die Aufgabenstellung nochmal zu zeigen, dieser Winkel hier muss man berechnen. So, einerseits wäre es möglich, jetzt hier ein Hilfsdreieck einzuzeichnen. Zum Beispiel dieses hier. Ja. Ich ergänze diese Strecke CNB zu einem rechtwinkligen Dreieck. Hier ist ein rechter Winkel. Was bringt mir das? Ich weiß, wie lang diese Strecke ist, nämlich 3. Das weiß ich aus der Aufgabe vorher, weil es heißt ja, immer, die Koordinaten von CN ist um 3, die x-Koordinate von CN ist um 3 kleiner als die von BN. Und diese Strecke hier weiß ich auch. Die kann ich mir theoretisch aus der Geradengleichung ableiten. Die heißt minus 0,5x plus 1, also die Steigung ist minus 0,5. Das heißt, für jeden Schritt, den ich nach rechts gehe, gehe ich 0,5 nach unten. Wenn ich einen Schritt gehe, gehe ich 0,5 nach unten. Wenn ich zwei Schritte gehe, 1 nach unten. Und wenn ich drei Schritte gehe, dann gehe ich 1,5 nach unten. Also wüsste ich diese beiden Größen. Damit hätte ich ein rechtwinkliges Dreieck. Zwei Seiten sind bekannt. Einen Winkel suche ich. Das könnte ich dann in, da könnte ich jetzt einen Tangens ansetzen und dann 180 Grad minus diesen errechneten Winkel. Wer diese Dreiecke lieber mag, beziehungsweise sofort erkennt, dass man hier eben ein Dreieck ergänzen kann, für den ist es sicherlich sinnvoll, diese Methode anzusetzen. Eine andere Methode wäre jetzt, über die Geradengleichung zu gehen. Man hat hier einen Winkel und eine Aufgabe, wo eine Gerade drin ist. Da sollte etwas über die Steigung sofort ins Gedächtnis springen. Auf der In der Formelsammlung auf Seite 12 finden wir alles Mögliche über die Gerade, unter anderem auch Folgendes, dass die Steigung m gleich dem Tangens von Alpha entspricht. Also um eine kleine Skizze zu machen, hier haben wir das Koordinatensystem, da führt eine Gerade durch, sagen wir so, und dann können wir aus der Steigung der Geraden einen Winkel errechnen, nämlich der Winkel, der zwischen der x-Achse und der Gerade liegt, also dann wäre hier der Alpha zu finden. Das gilt jetzt nicht nur für die x-Achse, sondern auch für alle Parallelen der x-Achse, also wenn die hier parallel zur x-Achse liegt, dann ist ihr ebenfalls nochmal der Winkel Alpha, weil Stufenwinkel. So, das können wir auch in unserer Aufgabe nutzen. Wenn ich zum Beispiel durch den Punkt B1, um mir das jetzt mal eben vorzustellen, eine Parallele zur x-Achse ziehen. Da heißt es jetzt hier, der Winkel zwischen der x-Achse und der Geraden. Jetzt muss ich nur aufpassen, welchen Winkel ich dadurch bekomme. Ja, setze ich es jetzt einfach mal an. Also, es heißt, m ist gleich Tangens von Alpha. Ich schreibe die Geraden gleich nochmal auf, weil die brauchen wir ja. 0,5x plus 1. So, m ist jetzt hier dieser Faktor vor x, meine Steigung. Also setze ich da ein. Minus 0,5 ist gleich Tangens von Alpha. Ja, also hier muss irgendwo liegen der Winkel. So, jetzt rechne ich erstmal aus, was Alpha ist. Das kann ich entweder mit dem Taschenrechner machen, über den Solver. Oder wenn ich von Hand rechnen will, brauche ich entsprechend eine Umkehrfunktion. Da sage ich dann, Alpha ist Tangens hoch minus 1 von minus 0,5. So, das kann ich jetzt ganz normalen Taschenrechner eingeben, auch wenn er keinen Solver hat. Und dann kommt dann ein Wert von minus 26,57 Grad heraus. So, wo man jetzt aufpassen muss, ist, was passiert, wenn ich einen Winkel mit wenn ich einen negativen Winkel erhalte. Ja, im Prinzip kann man sich einfach nur merken, Winkel mit einem Minus vorne dran werden mit dem Uhrzeigersinn abgetragen.
Ja, normalerweise zeichnet man Winkel gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ein Minus davor steht, heißt es nur, zeichne mit dem Uhrzeigersinn. Und wenn ich jetzt von der X-Achse aus starte und mit dem Uhrzeigersinn zeichne, dann habe ich jetzt diesen Winkel hier berechnet. Ja, von X-Achse starten, minus 26,57 Grad, also bis zur Gerade, das entspricht genau diesem Winkel. So, umgekehrt könnte ich jetzt natürlich sagen, wenn ich jetzt von der Geraden starte und hier hochgehe, das ist ja ebenfalls 26,57 Grad groß. Ja, also es kommt halt darauf an, von wo ich starte. So rum ist er minus 26,57, aber ich kann auch genauso gut sagen, ich starte von der Geraden, also plus 26,57 Grad. So, was bringt mir das? Nämlich eine ganze Menge. Wenn der hier 26,57 Grad groß ist, dann ist sein Scheitelwinkel, nämlich dieses Teilstück hier, ebenfalls 26,57 Grad groß. Und um diesen kompletten Winkel jetzt hier noch zu berechnen, brauche ich also noch dieses Teilstück. Aber da diese Gerade hier parallel zur X-Achse liegt, haben wir einen 90-Grad-Winkel drin. Also können wir sagen, der Winkel CN BN AN ist gleich 90 Grad plus dieser Winkel hier, haben wir das gerade überlegt, der ist 26,57 Grad. Und dann muss ich die beiden noch zusammenrechnen. Das sind dann 116,57 Grad. Und damit hätte ich meinen Winkel berechnet. Ja, die einzige Schwierigkeit ist eben zu erkennen, hier kommt ein negativer Winkel raus. Den kann ich als positiven Winkel interpretieren, indem ich ihn einfach ja, umgekehrt betrachte, dann den Scheitelwinkel benutze, ja, und die 90 Grad dazu rechne. Und dann bin ich am Ziel.